Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Aktuelles Thema, der Schlaganfall. Der Experte für dieses Thema ist Herr Professor Gahn, Direktor der Neurologischen Klinik am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Herr Professor Gahn, wir haben viele Fragen an Sie hinsichtlich dieses Schlaganfalls. Bei einem Schlaganfall sind Teile des Gehirns von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten. Wie passiert das und was ist der Hauptrisikofaktor oder was sind die Hauptrisikofaktoren? Die Ursache des Schlaganfalls ist eine Verstopfung eines Blutgefäßes im Gehirn und diese Verstopfung müssen wir so schnell wie möglich wieder eröffnen. Und da gibt es zum einen das Verfahren einer sogenannten Lyse, bei dem man ein Medikament spritzt durch die Vene, was sofort Blutgerinnsel im Körper wieder auflöst. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Katheter in die Hirngefäße vorzugehen und dort dann die Blutgerinnsel wieder rausziehen. Gerade wenn es größere sind, sind große Hirnbereiche nicht richtig durchblutet. Meist durch einen Blutpropf, der anderswo im Gehirn oder auch außerhalb des Gehirns passiert ist. Herzrhythmusstörungen verursachen solche Blutgerinnsel. Bestimmte Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern sind die häufigste Ursache. Und dann gibt es weiter oben Kalkablagerungen in den Schlagadern. Zum Beispiel häufig Patienten, die viel rauchen oder die einen Bluthochdruck haben oder eine Zuckerkrankheit, einen Diabetes. Das sind so die Hauptrisikofaktoren. Und von diesen Kalkablagerungen können sich kleine Blutgerinnsel ablösen, die dann nach oben schwimmen ins Gehirn und dort kleine Blutgefäße verstopfen. Ist ein Schlaganfall altersabhängig? Das ist eine Erkrankung des höheren Alters. So etwa ab dem 60., 65. Lebensjahr steigt das Risiko deutlich, weil dann auch eben diese Begleiterkrankungen, Blutzuckererhöhung, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen doch über viele, viele Jahre an den Patienten vorhanden waren und dann zu den Veränderungen in den Blutgefäßen geführt haben, sowohl in den Schlagadern im Hals, aber auch an den Herzkranzgefäßen, sodass das Herz nicht mehr so richtig funktioniert, wie es beim jüngeren Menschen ist. Gibt aber auch Patienten im jüngeren Alter mit einem Hirninfarkt. Da sind die Ursachen häufig anders. Da gibt es so Verletzungen an den Blutgefäßen, die ganz von alleine stattfinden können, dass es praktisch Einrisse gibt an den Blutgefäßen, die dann zum Verschluss der Blutversorgung im Gehirn führen. Ablagerungen in den Gefäßen in Kombination mit Bluthochdruck können auch zu Hirnblutungen führen. Was ist für den Patienten gefährlicher? Der Verschluss des Gefäßes oder die Blutung? Ein geplatztes Gefäß ist noch gefährlicher als ein verstopftes. An einem geplatzten Gefäß, an einer Hirnblutung, sterben etwa die Hälfte aller Patienten. Während bei einem Hirninfarkt, bei einem verstopften Gefäß immer noch auch das Risiko sehr hoch ist, daran zu versterben. Aber das sind in Anführungsstrichen nur etwa 20%. Aber immerhin auch noch jeder Fünfte. Eine Hirnblutung ist noch gefährlicher, noch deutlich gefährlicher als ein Hirninfarkt. Um die Gefäße gesund zu halten, was empfehlen Sie? Gibt es eine spezielle Ernährung? Ja, wir sprechen da eben von der mediterranen Kost. Wenig Fette, viele Ballaststoffe. Das hilft sicherlich, solange man sich nicht extrem von sehr fettreicher Nahrung ernährt. Schnitzel mit Pommes jeden Tag ist das aber. Man muss jetzt nicht zum Vegetarier werden und auf alles verzichten, was einem sonst so Freude macht an Speisen. Aber so mit Augenmaß sollte man sich schon vernünftig behandeln, ernähren. Übergewicht und Stress, ist das ausschlaggebend? Ein besonderer Risikofaktor oder nicht so hoch zu bewerten? Stress ist kein Risikofaktor für einen Schlaganfall. Es ist ein Risikofaktor für einen Herzinfarkt, aber für einen Schlaganfall da hat es keinerlei Einfluss. Wir sagen sogar im Gegenteil, wenn die Patienten auch gerade im höheren Lebensalter aktiv sind, ist das viel besser zur Schlaganfallvermeidung, zur Prophylaxe, als wenn sie sich nicht mehr beschäftigen und sich draußen nicht mehr bewegen, auch nicht mehr geistig beweglich sind, beweglich bleiben. Das ist sicher viel wichtiger, als Stress in jeder Form zu vermeiden. Sehr geehrter Herr Dahn, vielen Dank für die Ausführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben gehört, der Schlaganfall hat eine schlechte Prognose, wenn er zu spät behandelt wird. Und er kann, wenn er früh behandelt wird, ohne Residuen
ohne komplexe Beschwerden danach ausheilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund.